Liebe Österreicherinnen, liebe Österreicher, am Sonntag stehen wir vor einer wichtigen Entscheidung. Denn bei der Nationalratswahl am 29. September stehen zwei Richtungen zur Auswahl. Entweder es gibt wieder eine Zusammenarbeit von ÖVP und FPÖ oder eine Reformkoalition mit uns Neos. Entweder gehen wir zurück oder nach vorne. Werden wir in den nächsten Jahren Zukunft gestalten oder Vergangenheit verwalten? Sie entscheiden, wer den Stift in die Hand bekommt, die Zukunft Österreichs zu schreiben. Ich will den Menschen wieder Vertrauen, Optimismus und den Glauben, sich etwas schaffen zu können, zurückgeben. Es geht doch auch darum, dass unsere Kindergärten und Schulen wieder Orte werden, in die unsere Kinder gerne gehen und in denen Lehrerinnen und Lehrer gerne arbeiten. Ich will die Menschen endlich spürbar entlasten, indem wir die Steuern senken. Ein Weiter wie bisher muss und wird ein Ende haben. Unser Land braucht harte Reformen. Und das sehen viele von Ihnen ganz genauso. 70% der Österreicherinnen und Österreicher sagen, dass es nicht ohne harte Reformen gehen wird. 83% sagen, dass wir den Staatshaushalt sanieren müssen, um Entlastung zu ermöglichen. Wir Neos stehen bereit, ein neues Kapitel für Österreich zu schreiben, eines voller Zuversicht und Optimismus. Mit viel Mut, Tatkraft und Reformkraft kämpfen wir seit unserer Gründung glaubwürdig gegen Stillstand und Backelei. Wir stellen seit unserer Gründung die Lösungen voran, nicht den Streit, nicht das Hickhack. Das unterscheidet uns auch von den anderen Parteien. Während andere den politischen Mitbewerber mittlerweile als Feind darstellen, konzentrieren wir uns darauf, was gemeinsam geht. Während ÖVP, SPÖ, FPÖ und ja auch die Grünen seit Jahrzehnten nach dem Motto weiter wie bisher verwalten, wollen wir die Zukunft mutig gestalten. Dabei ist die Wahrheit den Menschen auch zumutbar. Sie haben es sich verdient, dass die Politik ihnen reinen Wein einschenkt. So entsteht Vertrauen in die Politik, so entsteht Vertrauen in die Demokratie. Es ist dieses Vertrauen in die Politik, das vor allem auch den kommenden Generationen fehlt. Das Vertrauen darin, dass wir für sie eine gute Zukunft sichern. Denn es geht um unsere Kinder, es geht um unsere Enkel. Und ja, wir leben jetzt schon in deren Welt und nicht sie in unserer. Vom Kindergarten bis zur Lehre bis zur Universität haben sie alle die beste Bildung verdient. Wir müssen und werden einen Aufbruch in eine neue Ära schaffen, in der wir allen Kindern alle Chancen auf beste Bildung geben. Mit weniger dürfen wir uns nicht zufrieden geben. Genauso wenig kann es uns zufriedenstellen, wenn immer mehr Junge sagen, dass sie sich nichts mehr aufbauen können. Das Aufstiegsversprechen, das unser Land so stark gemacht hat, gilt nicht mehr. Verantwortlich dafür ist auch das Koste es, was es wolle, der letzten Jahre. Das darf es nicht mehr geben. Auch hier sind es die Jungen, die einen Rucksack voller Schulden umgehängt bekommen beim Start ins Leben. Deshalb müssen und werden wir in einer Reformregierung jeden Cent umdrehen und genau schauen, ob er sinnvoll eingesetzt wird. Wir sanieren die Staatsfinanzen, um so Spielraum zu schaffen für dringend notwendige Entlastung von zu hohen Steuern und Abgaben. Nur so wird es vielen von Ihnen wieder möglich sein, sich aus eigener Kraft etwas aufzubauen. Für mich ist klar, ohne Reformen, ohne strukturelle Reformen, kann es keine Entlastung geben. Und ohne Entlastung wird es keine Zukunft geben. Das betrifft auch unsere Wirtschaft und wir alle sind die Wirtschaft. Sie muss mit neuem Schwung gestärkt aus der Krise gebracht werden. Diese Ehrlichkeit sollten Sie sich zu Recht von allen Politikern erwarten. Ehrlichkeit und Reformkraft braucht aber auch unser Pensionssystem. Auch hier kann es ein Weiter wie bisher nicht geben. Da sind sich alle Expertinnen und Experten und auch viele von Ihnen einig. Fast 3/4 der Österreicherinnen und Österreicher meinen, es läuft etwas falsch, wenn der Staat mehr als ein Drittel seines Jahresbudgets dafür ausgibt, das Pensionssystem durch Zuschüsse gerade noch so am Leben zu erhalten. Sie sind der Meinung,
Zu Recht. Wir müssen das Pensionssystem sanieren, gesund machen, damit auch künftige Generationen eine Pension sicher bekommen. Das sind unsere konkreten Pläne, die wir als Reformmotor in einer Bundesregierung umsetzen werden. Das sind die Schritte, die wir mit Ihnen gehen werden. Mutig und gemeinsam in Richtung Zukunft. Die FPÖ will Rückschritte, gerade in der Bildungspolitik. Und die FPÖ möchte unser gemeinsames Europa zerstören und uns damit auch in Österreich von unseren europäischen Partnern isolieren. Die ÖVP wäre offenbar ein williger Partner dafür, mit vielen inhaltlichen Parallelen und wenig Zug zur Veränderung. Die Stimmen innerhalb der ÖVP von Karl Nehammer für eine Neuauflage von ÖVP und FPÖ werden immer lauter. Wie in Salzburg, wie in Niederösterreich, wie in Oberösterreich wird diese Retro-Koalition für die ÖVP vor allem eines sein: bequemer. Ich frage Sie aber, wollen Sie einen FPÖ-Kanzler? Und wenn die ÖVP auf Platz 1 landet, ist eine erneute ÖVP-FPÖ-Koalition so gut wie sicher. Ich frage Sie also auch, wollen Sie einen FPÖ-Vizekanzler? Eine FPÖ-Innenministerin? Wollen Sie einen FPÖ-Außenminister oder Europaminister? Oder gar eine FPÖ-Bildungsministerin? Ich will das nicht. Ich bin überzeugt, die FPÖ in der Regierung ist schlecht für unser Land, schlecht für unsere Demokratie und vor allem auch das politische Klima. Wenn Sie am Sonntag wählen gehen, stellen Sie sich also folgende Frage. Wer bekommt den Stift in die Hand, die Geschichte unseres Landes weiterzuschreiben? Und wie schauen die neuen Kapitel aus, die mit diesem Stift geschrieben werden, für unser Österreich? Ich biete Ihnen einen optimistischen Neuanfang. Neos und ich sind bereit, als positive Reformkraft die uneingelösten Versprechen der vergangenen Jahre umzusetzen, auch die heißen Eisen anzupacken, die Steuerlast zu senken, Kindergärten und Schulen zu modernisieren, die Wirtschaft und die Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Betriebe zu stärken und Österreichs Sicherheit in einem starken, gemeinsamen Europa auszubauen. Weiter wie bisher wird es mit uns nicht geben. Wir bringen Optimismus und Zuversicht mit. Wir sind bereit. Wir haben die Pläne, die Energie und die Reformkraft dazu. Den Weg in eine bessere Zukunft gehen wir am besten gemeinsam. Vielen Dank für euer Vertrauen.